Mein Internet ist kaputt. Hey Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's soweit eigentlich ganz gut. Ja, wie ihr gesehen habt, mein Internet ist kaputt. Das liegt allerdings nicht an dem Kabel, was ihr gesehen habt. Das läuft noch einmal frei. Man mag es nicht glauben, es schauen schon jegliche Kabelverbindungen raus. Aber das Kabel funktioniert. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich habe seit Anfang März Probleme gehabt mit dem Internet. Oder habe immer noch Probleme mit dem Internet. Und zwar bezieht sich das vor allem auf den Upload, gerade was das Streamen angeht. Da habe ich die Problematik, dass es immer wieder einbricht. Also ich streame ein bisschen und irgendwann bricht auf einmal der Upload ein. Ich habe zum Beispiel 3,5 oder 4 Megabyte in meinem OBS, in dem Programm, mit dem ich streame, eingestellt. Ich habe eine Leitung von 5 Megabyte, ich komme ungefähr 4,6 rein, von daher passt das. Habe ich auch Monate davor so gemacht. Und irgendwann zwischendrin, es kann auch 5 Minuten sein, es kann auch erst in einer halben Stunde oder einer Stunde sein, fängt auf einmal an, die Leitung einzubrechen. Dass ich teilweise nur noch mit 1 oder 1,5 Megabyte sende im Upload. Und was äußert sich danach? Natürlich Lag für euch. Das Bild sieht scheiße aus, es laggt wie Sau und keine Ahnung, woran das liegt. Das ist seit Anfang März. Ich hatte erst gedacht, dass ich mir irgendwie so paranoia wie ich bin. Ich hatte damals mein neues Mikro an dem Tag angeschlossen und danach hat es nicht mehr funktioniert. Ich hatte es davor auch nicht ausprobiert an dem Tag, aber liegt nicht am Mikro. Zur gleichen Zeit gab es auch Probleme damals in Frankfurt. Da hat irgendwie ein Bagger so ein fettes Kabel von der Deutschen Telekom irgendwie auseinandergerissen. Und dann dachte ich, ist okay, vielleicht liegt es daran. Das Problem besteht immer noch. Ich habe mittlerweile 6 Internetkabel ausprobiert, mir auch neue gekauft. Ich habe 3 Router ausprobiert. Ich habe das Ganze an meinen 3 PCs, die ich hier habe, getestet. Ich habe sogar den Streaming-PC neu aufgesetzt, um Fremdsoftware irgendwie oder schädliche Software auszuschließen. Ich habe alles gemacht, was man machen kann. Ich habe mit einem Kollegen, mit Mr. Invisible, den ihr vielleicht schon vom Sofa-Talk kennt, der dadurch noch nicht seine Stimme am Start hatte, der ist Server-Administrator und mit dem habe ich auch ferndiagnosetechnisch alles durchgecheckt. Wir haben über seine Server versucht, das Ganze laufen zu lassen. Ja, ich habe, glaube ich, 15 Mal mit meinem Provider telefoniert. Die haben dann auch bei mir eben Router ausgetauscht, die haben Ports ausgetauscht an diesem Verteilerkram, die Leitung gecheckt, irgendwie auf ihren FTP-Server Sachen hochgeladen, um zu checken, wie es mit dem Upload läuft. Von deren Seite aus, das war natürlich nicht irgendwie ein Test, der dann über mehrere Tage oder so ging, aber scheint alles in Ordnung zu sein und die Sache ist halt, die können da nichts mehr machen. Problem für mich, das Problem besteht immer noch. Ich habe erst überlegt, ob es vielleicht an der Software liegt. OBS ist nicht das Problem. Ich habe es mit XBuild ausprobiert, gleiches Ding. Ich habe geguckt, ob es an der Plattform liegt. Habe auf anderen Streaming-Plattformen gestreamt, gleiches Problem. Das heißt, entweder haben die gleichen alle Streaming-Plattformen irgendein Problem, dass die über den gleichen Knotenpunkt geschickt werden. Oder es liegt an der Leitung. Knotenpunkt ist ein gutes Stichwort, denn ich habe ein bisschen nachgelesen, also in anderen Foren von anderen Internetanbietern, gab es auch schon Probleme, gerade mit Twitch, dass die eben in Frankfurt über den gleichen Knotenpunkt geschickt werden und das Routing da nicht richtig ist. Und bei einem der Anbieter wurde das im Forum dann so auseinandergenommen, da waren auch technische Leute dabei, die echt Ahnung hatten. Und der Administrator von denen hat das weitergegeben an die Technikabteilung und die haben das dann auch gefixt. Und im Endeffekt bin ich jetzt zu dem Schluss gekommen und habe das auch getan, dass ich meinen Internetanbieter wechseln werde, weil mir nichts anderes übrig bleibt. Der nette Kollege von meinem jetzigen Anbieter, der letzte, den ich in der Hotline hatte, meinte auch, ja, es wird ihnen nicht viel bringen, wenn sie den Anbieter wechseln, weil die Leitungen ja alle irgendwo von der Telekom einfach da sind und ja nur angemietet werden. Tja, ich wechsle jetzt aber von meinem aktuellen, das ist ein regionaler Anbieter, zu Kabel Deutschland. Kabel Deutschland läuft über die Fernsehleitung, das heißt, ich bin von den Leitungen, über die wir jetzt geredet haben, nicht wirklich betroffen und habe die Chance darauf, dass es dann besser wird. Des Weiteren kriege ich dort statt einer 50.000er eine 100.000er Leitung. Das Ganze im Businessmodell, das heißt, ich habe eine Businessleitung, habe dann bis zu maximal, das sind immer Bruttowerte, 12 Megabyte Upload statt aktuell 5. Das bedeutet für uns natürlich noch mehr Action, wenn das Ganze natürlich läuft, dass ich die Quali noch mehr hochschrauben kann, eventuell auch mal ausprobieren in 1080p, 60 FPS zu streamen. Richtig geiles Ding. Ja, und einfach der große Faktor, ich bin Businesspartner. Das heißt, selbst wenn das Problem weiterhin bestehen sollte, warum auch immer, kann ich die Leute A, darauf hinweisen, dass sie diese Problematik schon mal in einem Forum hatten und behoben konnten oder beheben konnten, weil da Routing-Sachen waren und die auch darum bemüht sind, auch so kleine Fitzelchen in der Technik dann auch zu beheben und nicht einfach zu sagen, hey, Logdateien können wir nicht zulassen an die Techniker, das war bei meinem alten Anbieter, weil das ist Datenschutz und so. Und auf der anderen Seite, ich Businesskunde bin und die mich nicht einfach dann
abschweifen können mit von wegen, ja, wir haben alles getan, funktioniert nicht. Da habe ich noch einen anderen Status. Ich habe halt Störhotline, 12 Stunden, muss alles entstört sein, habe ich halt die Garantie drauf und so ein Kram. Und das Ganze für im Endeffekt den gleichen Preis, wo ich mir denke, wow, shit, geil, warum habe ich das nicht früher gemacht? Von daher Info an euch, es wird wahrscheinlich die nächste Zeit, die nächsten, ich sage jetzt mal ein, zwei Wochen, wird es ein bisschen schwierig werden mit Streamen. Ich werde es immer wieder versuchen, gerade wenn GTA rauskommt, am 14. kommt ja auch Mortal Kombat X, habe ich mir übrigens auch schon geholt, kommt auch raus. Ich werde versuchen zu streamen. Ich werde es versuchen, ich kann dir noch nicht garantieren, dass es läuft. Ich werde noch ein bisschen rumstellen, ab und an hat es ja mal die ein oder anderen Stunden funktioniert. Aber das ist wirklich willkürlich und ich kann da echt nicht viel machen. Ich wollte einfach euch nur wissen lassen, dass ich momentan dran bin, dass ich schon den Vertrag mit Kabel Deutschland abgewickelt habe. Die haben gemeint, es kann so 10, jetzt mit den Feiertagen, 10 bis 14 Tage dauern, bis sie die Leitung gelegt haben. Ich habe aber durchgängig Internet. Ich kann auch Videos hochladen, das werde ich natürlich auch machen, jetzt in der Zeit, wo ich vielleicht nicht streamen kann. Zumindest die Videoproduktion auf jeden Fall Vordermann bringen, Gas geben. Ich habe kontinuierlich Internet, das wurde mir versichert. Kabel Deutschland regelt das, die kündigen meinen alten Vertrag auch erst dann, wenn ich bereits die Kabel Deutschland Leitung habe. Das heißt, ich habe keine Unterbrechungen drin, auch super geil. Ich hoffe natürlich, dass mir das hilft. Was die Problematik momentan beim Streamen angeht, mit dem Upload. Und selbst wenn nicht, kann ich nur gewinnen erstmal, weil ich mehr Leistung habe und irgendwie werden wir das schon in den Griff kriegen. Das wäre auf jeden Fall wichtig, euch da draußen zu informieren, damit ihr einfach nicht denkt, hey, was läuft momentan nicht beim Lost oder was ist da los, warum streamt er nicht? Damit ihr einfach up to date bleibt. Ich momentan hier ultra in Stress habe, ich bin auch gerade hier ein bisschen am Rumräumen. Hier sieht's aus wie Arsch. Da drüben sieht's aus wie Arsch. Eigentlich sieht alles aus wie Arsch, da sind meine Kleenex-Wix-Tücher. Nein, die benutze ich dafür, um da oben die Wand abzuwischen. Schelm, wer Böses denkt. Und ja, ich bin gerade ein bisschen am Umräumen, am Umstrukturieren, auch von der Konfiguration meines Streaming-Setups, ein bisschen da noch mehr zu optimieren. Weil ich doch gemerkt habe, so das eine oder andere, das ist noch nicht so, wie ich das haben möchte, damit es einen reibungslosen Ablauf gibt. Zum Beispiel von Streamen ins Recording rein, direkt, das gleichzeitig alles. Zum Beispiel die Gaming-Aufnahme mit Facecam-Aufnahme komplett wie im Stream, nur ohne Stream-Overlays und das Ganze in einer besseren Qualität, weil Stream-Sachen, wenn ich den Stream gleichzeitig aufnehme im OBS, das kann ich auch machen, nehme ich aber nur in der Qualität auf, mit der ich halt auch streame, die ich hier eingestellt habe. Und um das Ganze zu umgehen, dass ich zum Beispiel beim Stream dann, keine Ahnung, 4 MB eingestellt habe im Upload, was schon gute Qualität ist für Stream, auf jeden Fall. Dann aber natürlich beim Recorden dann nicht 4, sondern 40 MB mindestens oder sonstiges. Da bin ich gerade dran, das zu realisieren. Ich habe ja noch den dritten PC. Oh ja, ja, völlig verschwenderisch, aber ist halt einfach mein Nerv, den ich da treffe. Ich bin halt einfach ein, wie soll man sagen, sehr ambitioniert, das Ganze irgendwie auf Vordermann zu bringen und auch den optimalsten Weg da irgendwo zu finden. Deswegen dritter PC, den kennt ihr wahrscheinlich schon. Der wird natürlich dann eventuell für solche Sachen verfügbar sein zum Recorden. Streaming-PC, Gaming-PC, ich werde dazu auch nochmal ein Setup machen. Ihr habt mich ja immer genötigt, macht doch nochmal ein Setup. Das wird auf jeden Fall kommen, wenn dann alles steht. Momentan ist hier eher noch Chaos, ist momentan hier auch so ein bisschen, weil ich gerade am Rumprobieren war mit Internet, den ganzen Scheiß. Könnt ihr mal gucken, wenn ich euch mal ein bisschen runterdrehe. Da ist noch Kabelsalat bis zum Umfallen. Seht ihr hier drei Rechner mittendrin, irgendwie die Bassbox, das ist alles. Keine Angst, das soll nicht so sein. Das ist nur gerade, weil ich hier hin und her umstecken und ausprobieren bin. Und keine Angst, Kabelmanagement war noch nie mein Fall, aber ich habe mich schon verbessert. Ja, mir war es wichtig, euch einfach auf up-to-date zu halten, auf dem neuesten Stand. Damit ihr nicht denkt, hey, da läuft ja gar nichts. Und wenn das funktioniert, dann hauen wir richtig auf die Kacke. Also ich bin schon überlegen, wenn das Ganze dann getestet wurde von mir und läuft, dass ich einerseits meinen Streamplan endlich hier fest installieren kann, damit ihr wisst, wann was kommt und dann ordentlich gestreamt wird. Unterschiedliche Sachen, komplettes Programm. Natürlich keine 24 Stunden Live-Sendung, die hier wie Rocket Beans läuft, aber richtig cooles Programm mit den neuesten Games, mit den coolsten Games immer am Start. Und natürlich mit meiner Wenigkeit und mit euch da draußen, wenn ihr Bock drauf habt. Und da werden wir, glaube ich, erstmal so einen 24-Stunden-Stream, Celebration-Stream, Welcome Back, Lost Aiming reinhauen, wenn die ganze Leitung wieder funktioniert. Also bleibt dran, Leute, haut bei Facebook und Twitter und natürlich hier auf YouTube euren Daumen, euer Like und euer Follow drauf, damit ihr immer wisst, was Sache ist, dass ihr up-to-date seid, was die Streaming-Sachen angehen und ihr nicht verloren geht. Und in diesem Sinne, Daumen drücken, Leute, also Ziel immer im Auge. Ich bin erstmal raus, euer Lost. Haut rein, peace out.